Ja, also sie hat nicht mehr so viel gerochen danach. Aber ich, also es ist ein schwieriges Thema, ne? Es ist wirklich ein schwieriges. Aber ich glaube zum Beispiel in der Türkei. Ja, mit so einem Smiley noch dran oder so. Das ist, glaube ich, so. Nee. Also ich glaube, das kann auch, wenn du es ganz falsch ansprichst, kann das Du bist gefangen. da bist du Neben gefangen. diesem Mann, der so gestunken hat. Ja, wie früher hier bei den Shakespeare-Vorführungen, da haben die ja auch da haben die alle gestunken, da haben die Mandarinen oder Orangen, ne? Das haben die bei Shakespeare gemacht, das mache ich im Ja, da gab es ja die Regionalexpress. Orangen-Mandarinen-Frauen, die sind dann rum. Ja, und dann musst du einfach, ja, riechen. Was ist aber, wenn man selber bei sich merkt? Ganz schwieriges Thema. Ja. Oh. Dann hängst du erstmal so, ne? Ich sag mal so, dann bist du ja erstmal sehr nah an deinem Körper, Und dann immer ne? die ganze Zeit. Und wenn du eher jemand bist, der gerne gestikuliert, wie ich, ist das schon komisch dann, wenn du das nicht mehr Also da kannst. muss man dann die Flucht nach vorne antreten und sagen, manche Frauen drehen bei dem Geruch nach Testosteron einfach durch. Wie ist es bei dir? Ja. Nee, der Ostwestfälische, der lässt dich spät ins Herz, aber wenn du mal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Ne, so. Nee, Ob du aber willst oder da nicht. ist ja Erkennung haben wollen. Ne? Das ist ja deren Arbeit. Die arbeiten dafür. Und dann wollen sie das vielleicht auch mal hören. Das ist vielleicht nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn da jemand gerade wirklich für sich sein will und da einfach nur in die Sauna will und dann jemanden ansprechen, das wäre total daneben. Ich finde ja, man muss sich einfach mal ein bisschen locker machen. Ne? Ich gehe in die Sauna, es ist überhaupt kein Problem. Und weil ich denke so, ja. Wenn was Neues und anders ist, Bescheid sagen. Aber ansonsten, Ja. obwohl ich bin einmal zu spät in einen Aufguss gekommen und da war wirklich rappelvoll die Sauna, wirklich 3 Etagen. Ich habe nur Fleisch gesehen. Und ich husch noch rein und da sagt, war ein Mann und ich habe wirklich gemerkt, der hat es wirklich aus dem Affekt gemacht. Also wenn da so 40 Leute drin gesessen haben und der, so, Frau Heinrich ist da, es kann dann wohl jetzt losgehen. Oh, wow. Okay. Ja, aber da muss ich ja sagen, da bin ich ja manchmal, man ist ja, findet ja immer das gut, was man nicht hat. Und da sind diese Frauen zum Beispiel, die so einen Sportbusen haben und die so ganz Ja. schlank sind. So, wenn die sich in die Sauna legen und jemand kommt dazu, dann ist das immer gleich ästhetisch. So, und wenn dann jemand so üppiger da liegt, dann nimmst du ja auch schon mal viel mehr Raum ein. Das ist einfach, da bist du einfach viel mehr auf dem Präsentierteller, finde ich. Also da musst du schon, ja, finde ich schon. Also ich bin da, weiß nicht. Also ich bin nicht prüde, gar nicht. Also ich habe auch schon viele nackte Menschen gesehen. Aber also ich hätte, glaube ich, wirklich Schiss, da kommt irgendjemand gleich rein und dann genau. Knallroten Lippenstift drauf. Morgens um 3, da ist der Lippenstift auch schon mal hier, weil man es nicht so Ich richtig kann sieht. mich erinnern, dass ich dich auch schon sehr oft mit so einem knalligen Auf Lippenstift jeden damals bei Fall. 1 Live noch gesehen habe. Tipp von Habe ich es meiner Mutter, angesprochen? Friseurin, weißt du, ablenken, ablenken. Dann mit so einem Lippenstift so. Und da bin ich zur Arbeit gekommen, da tatsächlich mal. Habe ich mal den Spruch bekommen, oh, wird das medizinisch betreut? So. Das ist jetzt. Da sage ich ja, wie man es sagt. Ich, Ne? Das ist, glaube ja. ich, dann eher nicht so die. Ich würde es nicht sagen. Ich glaube, ich würde es nicht sagen, komplett überschminkt. Ich würde, glaube ich, so eine Schminkpanne. Es gibt so Contouring. Kennt ihr Ja. Contouring? Kim Kardashian und ich, wir sind so. Contouring, da macht man hier so Balken hin, so, damit man ein ganz schmales, Damit du spitzes Gesicht, schmaler so siehst. schmales Gesicht. Und Ja. da gibt es ja schon manchmal so einfach so Contouring-Opfer. So, da hast du halt, und da siehst du eher aus, als würdest du zum Manöver gehen. Wenn das nicht so richtig, dann würde ich, glaube ich, mal irgendwie sagen hier, warte mal, komm, wir machen das nochmal, wir verwischen das. Aber ansonsten glaube ich, dass überschminkt oder nicht überschminkt, ist tatsächlich so eine Ermessens- und Geschmacksfrage. Und wenn Meltem Kaptan Bock hat auf solche Wimpern und so einem Mund und so einem Glow, bitte. Ja, ist das denn zu viel Glow für dich? Voll nicht. Echt? Sag Guck doch, mal, jetzt sei natürlich. ehrlich. Nein. Nee, aber es ist, also ich finde das tatsächlich, wenn irgendwie was verschmiert ist oder sowas, da trauen sich ja auch schon einige nicht, das Ah, zu ich sehe sagen. mittags aus wie ein Und viele Männer, Panda-Bär. ihr Männer seht das ja auch nicht. Ihr Männer, also letztens noch, wirklich Männer oder Männer sehen das nicht. Ich wirklich, wir saßen letztens, ich habe mich letztens mal so, ich dachte, komm, mach's dich mal schön und so weiter. Wir saßen in einem Restaurant, da sag ich,